Nimm mal noch ein Bier! Will einer noch ein Bier? Bier für 5,30 €! Hallo Leute und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier. Heute habe ich jemanden dabei, der sich wirklich lange Zeit versteckt hat. Aber jetzt muss er das nicht... Oh mein Gott, das ist nichts passiert. I'm free like a bird. Hi. Wisst ihr, Joey ist ja jetzt so mega fame und deswegen bin ich so unglaublich glücklich, dass du dich trotzdem noch mit mir abgibst. Ich glaube, es war nur ein One-Hit-Wonder. Leute, wir haben heute etwas richtig, richtig, richtig Cooles für euch. Und zwar habe ich euch da draußen gefragt, ob ihr mir bitte Sachen zuschicken könntet, die so richtig, richtig crazy und mega cool sind von Amazon. Aber voll die geile Idee. Ja, ich hoffe, deine Zuschauer sind so richtig abgefahren. Ich muss sagen, Leute, ich musste ein bisschen länger suchen, weil teilweise kam halt auch sowas. Und ein paar Sachen, die auch wirklich nicht so richtig appropriate waren. Da war ich ein bisschen sauer. Oha. Ich habe ein bisschen zu viel männliche Zielgruppe, glaube ich. Das fand ich nicht so lustig. Oh, unangenehm. Hey, magst du mir ins Ohr flüstern, was das genau war? Ach du Scheiße! Oh mein Gott, ihr würdet das so gerne auch wissen, was sie mir gerade gesagt hat. Nee, fand ich wirklich nicht in Ordnung. Aber da waren auch wirklich richtig, richtig coole Sachen bei. Und ich bin gespannt. Wir fangen jetzt an mit dem ersten Teil und dafür musst du jetzt leider erstmal deine Hose ausziehen. Was? Julia, hör auf, immer mich bloßzustellen in deinen Videos! Kennst du diese mega gehypten Leggings im Moment, die so, die halt so richtig, richtig guten Arsch machen sollen? Oh mein Gott, mit diesen Arschpolstern? Ja, nein. Oh, schade. Die sind so geformt, dass es halt aussieht, als hätte man den fettesten und trainiertesten Arsch der Welt. So ein richtig juicy Ass? Ja, so einen richtigen juicy Ass. Oh, ich hab schon immer einen juicy Ass. Ja, und deswegen habe ich für mich eine geholt, in Schwarz. Und für dich in Pink. Natürlich. Der Schwuli kriegt auch wieder das Pinke hier. Ach stimmt, wir können ja jetzt Witze darüber machen. Ja, wir können jetzt Witze über mich machen, die ganze Zeit. Vielleicht nicht die ganze Zeit. War eigentlich auch gar nicht so gemeint. Ich dachte nur, dir steht das vielleicht besser und das bringt deinen Popo noch ein bisschen mehr zum Vorschein. Das sieht so eklig aus. Du brauchst ja den heftigsten Ass des Jahrtausends, um da reinzupassen. Wir ziehen die jetzt an und gucken, wie gut unsere Popos denn so sind. Ist das in Ordnung für dich? Ja, natürlich. Weil ich würde meinen halt nicht so gerne zeigen, deswegen machen wir das. Heavy. Aber den Umzug, den seht ihr leider nicht, weil das ist... Oh, schade. Das hätte ich jetzt auch gern gesehen, wie du dich hier umziehst. Ja, du siehst es ja. Oha! Also du hast jetzt so viele Privilegien. Ach so, weil ich mich geoutet habe, ist das jetzt so, als ob du es halt auch nicht schon vorher wusstest. Ist halt echt so! We see us in a bit, people. Okay. Also. Oh Mann, Leute. Aber ich muss sagen, also ich habe deinen gerade schon gesehen. Irgendwie hat die Hose schon einen Effekt. Ja, es ist krass. Ich habe sie bei mir noch nicht gezeigt. Ja, du zeigst zuerst, okay? Bei dir sieht man es halt gar nicht so gut, weil du so eine dunkle anhast. Aber das Gefühl ist so komisch. Es fühlt sich so an, als würde was so in deiner Ritze stecken. Richtig in die Hose reinfressen. Ich zeige dir jetzt meinen Arsch. Okay, geil. 3, 2, 1. Oha! Ja? Ich kann mir jetzt quasi vorstellen, wie du nackt aussiehst, Julia. Das ist schon heavy. Das ist ganz eklig. Hey, aber sieht jetzt nicht schlecht aus, muss ich an dieser Stelle zugeben. Nee, also es bringt auf jeden Fall... Ich will nicht irgendwie jetzt... Julia, du hast diese Leggings fürs Video gekauft. Du zeigst jetzt deinen Arsch. Okay, also. Ja, Leute, also ich kann euch sagen, bringt was. Joey, zeig mal, ja? Okay, also Leute. Oh, ich finde das so cool, jetzt meinen Arsch zu zeigen. Okay, ich mach das jetzt einfach. Und? Das ist, als wäre ich nackt, Julia! Oh mein Gott! Das stell sieht doch wirklich mal richtig. Oh mein Gott, guck mal, das sieht aus wie meine Ritze. Du musst doch posen. Ich sehe aus wie ein kleines pinkes Schweinchen. Oh mein Gott, Julia, das sieht so heftig aus. Von mir gibt es jetzt auch bald Reddit-Einträge mit dem Ass. Also ich muss immer noch sagen, ich habe das Gefühl, ich habe irgendwie so eine Unterhose klemmt in meiner Arschritze. Aber so schlimm fühlt es sich gar nicht an. Also was kriegst du von uns für eine Empfehlung? Also ich gebe 5 von 5. 5 von 5? Was auch immer. Ja, ich finde die super. Ich gebe 4 von 5 Arschritzen. Warum? Weil, das ist nicht so meine Farbe. Okay, Leute, machen wir weiter. Ich hätte wirklich nicht gedacht, dass ich jemals meinen Popo in die Kamera halte. Ich schon. Aber, weißt du, jetzt gerade war es juicy und jetzt wird es noch viel juicier. Oh mein Gott. Also eigentlich wird es ziemlich ekelhaft. Wir brauchen jetzt Eier. Du hast doch Eier. Wenn es etwas gibt, was Julia richtig eklig findet, dann Eier. Ja. Und ne, ich trinke kein rohes Ei, Julia. Was soll ich hier immer für eine Scheiße machen? Oh mein Gott, das ist ja so cool. Aber es ist für die Proteins, für die Gains. Ich habe was zugeschickt bekommen und das haben wirklich viele geschickt. Jetzt zeig her. Was machen wir denn jetzt mit Eiern? Das ist so ekelhaft. Separator. Ein Boogeyman. Und zwar ist das eine Tasse von so einem ekligen, also ich will ihn jetzt nicht beleidigen, aber von so einem... So sieht aus wie so ein besoffener Mann. Ja, wie so ein besoffener, verschnupfter Mann, der halt ganz viel Schnodder in seiner Nase hat. Aber eigentlich ist es ein Eitrenner. Und dann läuft aus der Rotznase dann das Eiweiß raus. Ja. Das ist ja krank, Julia. Das finde ich ganz eklig. Das hat dir deine Community vorgeschlagen? Ja, voll viele Leute haben das geschickt. Das ist halt echt pervers. Wie viel hat der gekostet, Julia? Ich glaube 12 €. Boah, für so eine
Kacktasse hier. Okay. Are you ready? Okay. Ihr könnt halt ein Ei auch einfach so trennen, bin ich jetzt mal ehrlich. Hör doch mal auf, jetzt schon die Show zu stehlen. Sorry. Oh Gott, hoffentlich kommt es nicht raus jetzt. Es kommt schon raus. Echt? Oh. Oh nein, er sabbert schon. Oh. Oh nein, der Arme. Guck mal. Hey, guck mal. Der geht gar nicht. Funktioniert gar nicht gut. Ist ja richtig scheiße. Du darfst halt wieder rein, Kami. Ah, jetzt funktioniert's. Ah, aus einem Loch. Ah, aus einem Nasenloch, das ist der Trick. Oh, okay, Leute, also wenn ihr mal so richtig Schnodder in der Nase habt, immer nur aus einem. Aber ist schon scheiße, muss ich schon ehrlich sagen. Ja. Also, nee. Nee. Shake, shake, shake. Du-dip, du-dip, du. Shake, shake, shake. Shake your boogie, man. Jetzt hast du es kaputt gemacht. Oh nein. Oh, guck mal, was jetzt aus ihm rauskommt. Oh nein, jetzt hat er voll Nasenbluten, der Arme. Okay, jetzt hat er eine richtig schwerwiegende Krankheit, Leute. Ganz ehrlich, Boogeyman, du bist es einfach nicht. Nee, das ist echt ekelhaft. Wie viel haben eigentlich die Leggings gekostet? Ich glaube 17 Euro oder so pro Stück. Schon expensive, oder? Geht, für so eine Sportleggings ist das super günstig. Normalerweise kosten die so 60, 70 Euros. No way, actually? Yes, actually. Oh Julia, ich hoffe, es kommt mal was Geiles jetzt hier. Das ist nicht geil. Ja, also die Leggings fand ich irgendwie schon cool und juicy, aber die Scheiße war jetzt schon unnötig. Okay, ich hab was, was mega unnötig sein könnte, aber auch richtig cool. Okay. Das haben mir sogar zwei verschiedene geschickt. Einmal die Justin Bieber Version und einmal die Lady Gaga Version. Die Justin Bieber Version war aber leider so eine richtig arrogante und hätte irgendwie so 3 Monate Lieferzeit gehabt, deswegen haben wir jetzt Lady Gaga. Was ist das? Singing Toothbrush? Nee, was war Toothbrush? Toothbrush! Ja! Oh mein Gott! Boah, geht gar nicht! Hä? Boah, das ist so eine elektrische, die eigentlich nicht elektrisch ist, ne? Oh nee, jetzt ist das voll kaputt! Und jetzt? Wie du das so abgezogen hast, das sah gerade voll sexuell aus, Julia. Ey, sorry, ist eine Zahnbürste, was soll ich machen? Hä, jetzt hier ist sogar so eine Sonne und... Ja, bestimmt Born bist... Oh mein Gott! Vielleicht so Copyright Strike. Oh mein Gott, das war jetzt die Goodnight-Version und jetzt kommt... Tell me when I was young. Ich kann den Text nicht, sorry. Wie, du kannst das Lied nicht? I'm pulling my way, cause got me no mistakes. Get on the right track, baby, I was born this way. Oh mein Gott. Okay, das Ding ist... Das Ding ist, Baby von Justin Bieber hätte ich dir komplett singen können. Aber hier, die Olle, kenne ich den Text nicht. Sorry. Was glaubst du, wie teuer die war? Ja, wenn du dafür mehr als 10 Euro bezahlt hast, dann schlage ich dich. Das ist so eine Grütze, Alter. Warte mal, wie viel ich bezahlt habe. Oh mein Gott, sag nicht, du hast 29,99 dafür bezahlt. 35. Oh, ist das dein Ernst für die Scheiße? Julia, ich hoffe, jetzt kommt mal was Gutes, ey. Also, ich glaube, das ist auch... Oh, ich weiß nee. Es nicht. Alle Leute haben mir andauernd Sachen aus irgendwelchen TikTok-Werbungen geschickt. Das heißt, Leute, ihr seid definitiv zu viel an eurem Handy unterwegs. Oh, oh. Was wir aber gut finden, ich denn damit sagen, verdienen wir unser Geld. Auch ganz gut, aber geht mehr auf YouTube, nicht so viel auf TikTok, wisst ihr? Aber genau deswegen, um euch einen Gefallen zu tun, testen wir jetzt auch das nächste gehypte Werbungsprodukt. Oha, das sieht cool aus. Keiner versteht, was es überhaupt soll. USB Colorful Humidifier. Es macht so schön Wasserdampf in der Luft. Also ganz ehrlich, ich glaube, da kommt halt gleich nur Dampf raus und keiner sieht den Sinn, aber... Auf dem Foto sieht es aus wie so ein richtig heftiges Apple-Produkt, so voll auf. Ja, ne? Ich finde auch, dass es echt krass aussieht. Fühl mal, das fühlt sich unecht an. Ja, funktioniert gar nicht. Nein, die soll funktionieren. Oh, oh mein Gott! Oh, yeah, I love it. Oh, we need water, though. Oh. Some water in. Okay. Oh mein Gott, soll ich von der Sauna so geile ätherische Öle holen? Dann riecht's auch noch gut. You want mandarin? Okay, jetzt, let's get it. Really? Yes, okay. Oh mein Gott, guck mal, es passiert schon. Scheiße. Oh nein, jetzt war Joey nicht da. Wir tun einfach so, als wäre das nie passiert. Fang! Ah, oh mein Gott! Oh mein Gott! Joey! Oh, du hast Lied hier heute kaputt gemacht. Es ist Exotica Orange. Nicht so viel. Oh, okay, then push it again. Oh mein Gott, das habe ich noch nie gesehen. Wie süß es ist, schau doch. Sieht echt süß aus. Und riecht schon? Oh mein Gott. Now it's bunt. Oh mein Gott, sieht man das auf der Kamera? Ey, das sieht so cool aus. Oh mein aus. Gott, das sieht wirklich halt voll schön aus. Oh mein aus, Gott, ne? It's so beautiful. Wir warten jetzt einfach ein bisschen, lassen das hier so ein bisschen stehen und chillen. Und dann gucken wir gleich, ob wir uns so richtig schön bewässert fühlen und ob es anfängt zu stinken. Wie viel hat die Scheiße gekostet? 16,99. Ja, ist noch okay. Das nächste Teil fand ich irgendwie cool, ist aber halt auch so richtig unnötig. Was ist es? Ah, nee. Ah, habe ich schon mal gesehen. Oh Mann, ja, ich hab's noch nie gesehen. Man. Echt? Also Leute, das Ding ist halt, das ist ein Wecker, den man halt ausschießen kann. Wie geht denn das jetzt hier? Was war das? Was? Guck mal, es geht an. Okay, Joey, beschäftige dich damit mal kurz, ich muss kurz pipi. Oh, ist nicht dein Ernst. Doch. So, und dann?
Okay. Zeit ist da. Und? I understand only Bahnhof. Die Frage ist halt immer noch, was ist hier Alarm und was ist die normale Zeit? Ah, das ist die Uhr. Bist du sicher, dass jetzt gleich keine was passiert? Keine Ahnung. Müssen wir das Ding nicht noch anschalten? Keine Ahnung. Ja, ah, oh, fancy. Du musst echt jetzt drauf achten. Es ist gleich. Oh Gott, es geht. Das ist der Wecker. Warte, warte. Oh mein Gott. Ist das ja ist krass. Wirklich scheiße. Also, ich find's cool. Hä, hey, was ist das für eine blöde Kuckuck? Hey, guck mal, und jetzt schieß ich. Ja, schieß. Oha. Oh, das war schon cool. Naja. Ja, ich fand's voll cool. Es ist schon irgendwie cool. Oha, Game Mode. Man kann noch spielen. Oha, ich will. Hier, spiel. Okay. Leute, seht ihr es auch gut? Oha. Wie geil. Los, du auch nochmal. Hä, hey, warum bist du viel besser als ich? Oh ja. Das stimmt gar nicht. Aber finde ich schon cool. Naja, ich finde es ein bisschen kacke, Julia. Oh Mann, du bist so gemein. Nein, Julia, das Ding cool. ist, du hattest gerade Spaß. Kein Mensch kauft so eine Scheiße. Kein Mensch würde heutzutage du sowas kaufen. Du hattest gerade Spaß. Ist okay, ich hatte schon ein bisschen Spaß. Ah, es gibt noch Game 2. Dass das so auf so einen Laser reagiert, ist irgendwie cool, ne? Aber warte, wenn ich jetzt so mache. Boah, was für eine Scheiße. Ja, okay, jetzt finde ich es richtig scheiße. Jetzt finde ich es doch wieder. Oh, halt die Fresse. Mann, ich dachte, wir treffen voll gut die ganze ja, Zeit. Ja, ich will jetzt wieder meinen Luftbefeuchter, der hat mir besser gefallen. Wie viel hast du dafür bezahlt? Guck mal nach an deiner Bestellhistorie. Mann, du machst mich voll fertig. 24,95. Ja, für ein gutes Video muss man auch mal ein bisschen was ausgeben. Naja, was das wert, entscheidet ihr in den Kommentaren. Okay, ich habe jetzt was Neues. Mhm. Und das finde ich wirklich cool. Julia, hör oh auf, Mann, mich zu verarschen. Es ist wirklich cool. Guck mal, es sind Lazy Readers. Das ist eine Brille, mit der kannst du dich so hinlegen und trotzdem hier lesen. Hä? Ja. Hey, I don't get it. Julia, was ist I das denn für eine now. Kacke schon es wieder? Ist so cool. Ich kann jetzt alles sehen. Zeig mal hier unten Finger hin. Zwei. Oh yeah. Welcher Finger ist das? Das ist der kleine. Okay, welcher Finger ist das hier? Der Ringfinger. Oha. Siehst du, ich aber alles. Du siehst voll cool aus damit. Guck mich mal an damit. Oha. Oh mein Gott, voll gruselig. Man sieht nur deine Wimpern. Sitz mal auf. Oha, das ist voll verrückt. Oha, das sieht aus, als wäre ich in so einem Computerspiel. Ja, ne? Oh mein Gott. Oh mein Gott, Julia, das ist richtig cool. Ja. Und ich guck dir die ganze Zeit so in den Schritt. Jetzt guck ich dir gerade in die Augen. Cool. Aber oh, wozu braucht man das? Guck mal, warte, ich leg mich jetzt mal da hinten hin. Man könnte sich jetzt halt hier hinlegen, so liegen bleiben. Und jetzt kann ich so machen. Und? Klappt es? Nee, Face ID klappt nicht. Aber ich kann mal gucken, wie viel ich für die Brille bezahlt habe. Hä? Oh mein Gott, Leute, es macht voll Sinn. Ich finde das voll geil. Ich sehe dich. 13,98 € auch nur. Hä, hey, ich glaube, das hole ich mir. Was? Das ist super. Ich will das auch mal. Mal hier hin, das ist so cool. Voll geil. Oh mein Gott. Das ist so praktisch. Oh mein Gott, und dann machst du so ein Selfie und denkst dir so, bam. Und es fühlt sich so an, als wäre es nicht meine Hand. Aber wie praktisch ist das? Julia, ich feiere es richtig. Ich feiere es auch. Weil es fühlt sich wirklich krass an. Ich bin total geflasht. Julia, schenkst du mir die? Aber auch nur, wenn du mir dann ein Foto vom Strand schickst irgendwann. Oh mein Gott, schenkst du sie mir wirklich? Aber auch nur, wenn du mir wirklich ein Foto vom Strand schickst, wie du sie auch hast. Oh mein Gott, danke schön, Julia. Oh, das ist so lieb von dir. Oh mein Gott, das ist das beste Geschenk. Ja, sorry, dauert noch ein bisschen. Das ist gerade ein bisschen schwierig mit dem Strand, ne? Das stimmt auch. Kann sein, dass jetzt der Spiegel gebrochen ist. Okay, jetzt habe ich was Großes. Was Großes, auch Geiles? Ih, klingt schon wieder wie so ein P. Ist das geil? Schon gesehen. Oh, das Geile? Okay, es ist was Geiles, Leute. Es steht Jetpack drauf. Ja, aber weißt du, was es ist? Nee, keine Ahnung. Leute, es ist so cool. Oh mein es Gott. Es ist bestimmt scheiße. Also, es ist halt auch total bescheuert. Kein Mensch braucht das. Es sei denn, du arbeitest in einem Stadion und musst ein Bier verschenken. Es ist einfach ein Rucksack. Ich pack's mal aus. Ja, pack's mal aus, den Rucksack. Guck mal, du kannst einfach 6 Liter Bier in diese Teile tun. Ja, wollen wir mal ausprobieren? Ja, aber ich habe leider nur Apfelschorle dabei, sorry. Guck mal, man setzt das dann so auf und dann hat man hier die zwei Schritte. Okay, soll ich reinschütten? Yes. Oh! Es entsteht sehr, sehr viel Schaum. Oh, oh nein, Joey! Nein, nein, ist alles gut. So, alles drin. Deckel ist okay, hoch. Okay, weißt du, und jetzt kann ich hier so hergehen. Immer noch ein Bier! Will einer noch ein Bier! Bier für 5,30 €! Okay, und jetzt so voll in die Presse? Glaubst. Ja, komm. Echt? Ja. Das klebt alles. No risk, no fun. Nicht! It's coming! Ah! Oh. Okay, wenn ich es jetzt aufmachen würde, dann würde es klappen. Okay, ja, dann mach. Sicher? Ja, mach. Warte. Oh. Ah! Oh. Das geht so nicht. Oh, Julia! So, Joey, bist du ready? Das ist halt auch so, ich bin mit meinem Kopf in der Höhe deines Schritts und krieg jetzt was Gelbes in. Julia, das ist auf so vielen Ebenen gerade unangenehm. Ja, okay, los, jetzt mach. Und? Wie war's? Erfrischend. Hey, ich will nochmal. Ah! Gegen alles? Oh mein Gott, wie ich aussehe! Ich find's krass.
gerade ziemlich lustig. Jetzt bin ich aber dran. Hä? Ja. Nein. Doch. Oh, Joey. Jetzt kriege ich das Jetpack und jetzt geht's in Julias Mund. Oh, nee, Joey, ich will das nicht. Los, jetzt mach deinen Mund auf. Drei. Mach den Mund richtig auf, Julia. Zwei, eins. Oh, oh mein Gott, du hast sogar gegoogelt. Okay, Leute, wir müssen das jetzt natürlich wieder umfüllen. Let's go. Oh mein Gott, fühlt sich an, als würde ich in der Flasche pinkeln gerade. Wenn ihr euch das Ding holt, macht's bitte mit etwas, was nicht gelb ist. Sonst habt ihr immer ganz weirde Assoziationen. Das Ding ist, ich muss dir jetzt noch was sagen, was dir, glaube ich, nicht gefällt. Scheiße, ich muss hier noch in die Dusche, hast du vorhin gesagt. Die Haare werden jetzt zerstört. Oh nee. Oh yes. Oh, und zwar, weißt du, womit? Hiermit! Das ist so ein Baby-Ding, damit halt kein Wasser in deine Augen kommt. Und wir müssen das halt leider testen, ob das wirklich funktioniert. Boah, ich hasse dich so. Ich hab jetzt auch wie so eine Kappe, ne? Hey, muss das nicht dein unter Kopf die Haare? Groß. Oh, dann müssen wir es wohl leider bei dir machen. Oh, ne! Hey, das geht doch voll. Bist du doof? Ja, perfekt. Wir machen einen Deal. Wenn ich meine Haare nass mache, muss Julia ihre auch nass machen. Oh, okay. Aber du guckst zuerst. Jetzt erklär mir mal bitte ganz kurz, was ich hier machen soll. Ja, du guckst jetzt auf dein Gesicht nass mit oder nicht? Also es geht einfach darum, dass der Bereich nicht nass wird, ja? Genau, und der hier. Drei, zwei, eins! Und? Ich, mein Gesicht ist trocken! Oh mein Gott! Aber Leute, es wird wirklich nicht nass! Also Leute, funktioniert! Rein jetzt mit dir. Was? Boah, du siehst voll cool aus. Warum siehst du damit cool aus und ich sehe aus wie so ein... Ich sehe überhaupt nicht cool aus. Doch. Sieht daran cool aus. Nee, okay, doch, du siehst echt nicht cool aus. Guck mal, was ist das denn? Ein Camperdulli! Oh, wirklich? Halt jetzt einfach die Klappe und geh jetzt hier rein. Los, drei, zwei, eins! Ah! Ja, mach! Julia! Ah! Ich habe Massagefunktion angestellt! Das funktioniert ja! Ja! Ich werde nicht nass! Schon cool. Meine Lippe, dass nichts verläuft! Ja! Oh Mann, oh, ich habe gestern meine Haare gewaschen. Sieht aus wie so ein nasser Pudel jetzt. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr Julia findet in dem Ding. Ja, scheiße! Wir hoffen sehr, euch hat dieses Video gefallen. Wenn denn so ist, gebt ihm auf jeden Fall... Oh, es ist so kalt jetzt! Halt die Klappe jetzt! Jetzt gebt ihr einen Daumen nach oben und schaut auch bei Joey vorbei. Da sind wir so halb explodiert. Mein T-Shirt hat jetzt Löcher, also halt ehrlich, Löcher. Do you see me? I see you. We see us the next time. Tschüss. Oh, das wollte ich machen. Goodbye. Oh, shit. Oh, das wird